Ich zeige dir heute, wie du dir in Logic mittels Quick Sampler individuelle Flächensounds bauen kannst, die zum Beispiel so klingen. Zunächst mal, es gibt heutzutage natürlich unfassbar viele Presets und Softwareinstrumente und Synthesizer, die dir alle möglichen Sounds anbieten, die du benutzen kannst. Aber ich finde, am schönsten ist es immer noch selbst gemacht. Und außerdem ist es auch besser, denn du kannst diese Flächensounds viel individueller und viel besser an dein Projekt anpassen. Deswegen bauen wir diesen Sound jetzt nach, den du gerade gehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, dann schau einfach zu, wie ich das gemacht habe. Gesampelt habe ich hier diesen einfachen individuellen Flächensound. Der klingt so und den habe ich zunächst mal in den Quick Sampler gezogen und zwar in dem Modus optimiert. Optimiert bedeutet, dass mir Quick Sampler dieses Sample schon ein bisschen einstellt. Du siehst hier, er hat es mir auf C2 geroutet plus 1 Cent. Das heißt, er hat es ein bisschen optimiert, dass die Wiedergabe einfach besser klingt. Und jetzt kann ich dieses Sample auch schon direkt auf meinem Keyboard anspielen. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte es noch ein bisschen optimieren und ich möchte es noch ein bisschen interessanter gestalten, zum Beispiel eben gerade wie diesen pulsierenden Sound, was du gerade gehört hast. Als erstes machen wir uns hier an dieses Amp-Modul und ich zeige dir jetzt die vier wichtigsten Werte, die du immer brauchen wirst, wenn du mit Synthesizern arbeitest. Das mag jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen trocken klingen, aber wenn du das einmal gelernt hast, ist so wie Fahrradfahren, dann kannst du dir viel einfacher Sounds von Synthesizern individuell einstellen. Und damit fangen wir jetzt an. Und zwar ist das Attack, Decay, Sustain und Release. Das sind diese Werte hier unten und die steuern in diesem Fall vom Quick Sampler jetzt das Volume hier. Das hier unten nennt man einen Enveloper. Und ich möchte jetzt ganz kurz und ganz einfach zeigen, was diese vier Werte bedeuten und wie du sie nutzen kannst, um deinen Sound individuell zu formen. Fangen wir an mit Attack, das ist relativ einfach erklärt. Attack steht jetzt im Moment auf 0 Millisekunden und das bedeutet, wenn ich einen Akkord anschlage, erklingt er sofort. Wenn ich die Attack-Zeit jetzt nach hinten ziehe, dann wird dieser Akkord über, in unserem Fall jetzt 977 Millisekunden, eingefadet sozusagen. Und das war's schon mit der Attack-Zeit. Ich stelle die mal ein kleines bisschen kürzer ein und dann machen wir weiter mit der Release-Zeit. Das ist das genaue Gegenteil. Hier bestimmst du, was passiert, nachdem du die Tasten losgelassen hast. Du siehst, wir haben jetzt hier eine recht kurze Release-Zeit. Ich mache die mal ganz kurz und wenn ich jetzt die Tasten loslasse, dann hört der Sound sofort auf zu spielen. Wenn ich die Release-Zeit länger ziehe, klingt er länger nach dementsprechend. Ist hier eigentlich ganz einfach, oder? Kommen wir zu Decay- und Sustain-Zeit. Diese beiden hängen stark miteinander zusammen, deswegen erkläre ich sie auch zusammen. Decay bestimmt in unserem Fall jetzt den Zeitraum, wie lange es dauert, bis das volle Volume, nachdem es über die Attack-Zeit erreicht wurde, wieder auf einen bestimmten Wert zurückfällt, also ein kleines bisschen leise wird. Ich mach's mal hier so, dann wirst du merken, mit der Attack-Zeit fahren wir jetzt hoch und dann geht das Volume wieder ein bisschen zurück. Kannst du mal ein bisschen extremer machen. Ja, das ist die Decay-Zeit. Sustain ist der einzige Wert, der sich von den anderen dreien unterscheidet, nämlich die anderen drei sind zeitbasierte Werte und der Sustain-Wert ist ein prozentualer oder absoluter Wert. Dieser Wert bestimmt lediglich, auf welches Volume jetzt hier mit der Decay-Zeit abgesenkt wird. Also ich gehe jetzt mal hier so auf 50% und dann gehen wir jetzt mal durch, was jetzt passiert. So eingestellt braucht der Sound jetzt 98 Millisekunden, bis er die volle Lautstärke erreicht. Über die Decay-Zeit, das sind so circa 900 Millisekunden, so lange braucht er, bis er wieder ein kleines bisschen leiser wird und auf ungefähr 70% der vollen Lautstärke, die er über die Attack-Zeit erreicht hat, bleibt, also stehen bleibt in dieser Lautstärke. Dann haben wir eine Release-Zeit von 1200 Millisekunden. Das heißt, 1200 Millisekunden braucht es, nachdem ich die Tasten losgelassen habe, bis nichts mehr erklingt, bis diese Hallfahne, wenn man so nennen kann, komplett weg ist. Probieren wir es mal aus. Machen wir weiter mit dem nächsten Modul, das ich bearbeiten möchte und das ist der Filter. Hier kannst du jetzt bestimmte statische Equalizer-Werte festlegen. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel 6 dB Lush Fat. Das ist ein Low-Pass-Filter und ich kann hier über den Cut-Off-Filter bestimmen, wann er greift. Ja? Im Moment klingt das jetzt so.
ich mal ein bisschen weiter zurück. Dann haben wir hier noch Resonance und Drive. Resonance boostet grob gesagt das Signal an der Cut-Off-Frequenz hier und mit Drive kannst du noch ein bisschen Sättigung reinfahren. Und auch das möchte ich jetzt ein bisschen automatisieren, um jetzt zum ersten Mal ein bisschen mehr Bewegung in diesen Sound reinzubringen. Und das mache ich hier über den Enveloper, der zu diesem Filtermodul gehört. Hier stelle ich mir jetzt einen anderen Modus ein, und zwar nicht ADSR, sondern ADHSR. Und dadurch kommt der Wert Hold dazu. Auch hier für dieses Modul habe ich wieder einen Enveloper. Und in diesem Fall bestimmt er nicht hier wie bei den Amp das Volume, das ich beeinflussen kann, sondern den Cut-Off-Filter. Und die Stärke, wie er das bestimme ich über den Enveloper Depth. Und du siehst jetzt, wenn ich hier dran drehe, dass hier so ein zweites Rädchen oder so ein zweiter Indikator hier reinkommt. Und jetzt kann ich über diesen Wert den zeitlichen Verlauf bestimmen, wie ich die Cut-Off-Frequenz manipulieren möchte. Ich mache es jetzt hier mal nicht zu stark und stelle jetzt hier meinen Wert über den Enveloper ein. Das heißt, es ist der zeitliche Verlauf. In diesem Fall bedeutet das jetzt, dass die Attack-Zeit 1700 Millisekunden sind. Das heißt, in dieser Zeit wird der Cut-Off-Filter hochgefahren. Also die Cut-Off-Filter-Frequenz wird hochgefahren. Sie bleibt dann hold bei circa 10 Millisekunden. So hat es sich für mich am besten angehört. Also recht schnell eigentlich. Und geht dann über die Decay-Zeit, das sind auch jetzt hier so um die 100 Millisekunden, wieder runter. Und dann haben wir hier diesen Effekt. Okay, du hörst also dieser Sweeping-Effekt hier. Machen wir weiter mit dem nächsten Modul, Pitch. Hier kannst du, wie der Name schon sagt, den Sound verstimmen. Das kann hilfreich sein, wenn du zum Beispiel in einer anderen Tonart bist. Ich kann jetzt hier über zwei Halbtöne hoch. In meinem Fall brauche ich das aber nicht, weil ich habe ja dieses Sample jetzt hier selber eingespielt. Was ich jetzt aber machen möchte, ist in meinen Sound noch mehr Bewegung reinbringen. Und meine Idee wäre jetzt, dass der Akkord eine Oktave nach oben springt über einen bestimmten Zeitraum und dann wieder eine Oktave nach unten springt. So wie du es im Intro gehört hast, als ich dir es am Anfang vorgespielt habe. Und auch das programmiere ich jetzt wieder über diesen Enveloper. Hier brauche ich wieder ADSR. Und auch diese Werte stelle ich mir ein. Ich gehe mit der Enveloper Depth mal hoch. Und in diesem Fall kontrolliert er den Coarse, also den groben Wert. Coarse heißt so grobkörnig mehr oder weniger. Also diese Halbtöne, wie er nach oben und nach unten geht. Und wenn ich jetzt die Enveloper Depth ganz hoch drehe, dann sollte das in ungefähr eine Oktave sein. Wir probieren das mal. Dadurch, dass ich jetzt hier unten noch nichts eingestellt habe, passiert noch nicht viel, weil die Zeiten so schnell sind. Das heißt, ich wähle hier eine Attack-Zeit, in der, das ist bestimmt den Zeitraum, in der der Akkord eine Oktave höher springt. Ich wähle eine Hold-Zeit aus. Nein, halt, ich möchte hier Hold haben. Das heißt, wie lange bleibt der Akkord dann da stehen? Dann nehmen wir mal auch so 800 Millisekunden. Und über die Decay-Zeit bestimme ich, wie lange es dauert, bis die Oktave wieder nach unten springt. Schauen wir mal, was wir bis jetzt haben. Sehr schön. Aber wir sind noch nicht fertig mit unserem Sound. Ich komme jetzt zum nächsten Modul. Das sind die sogenannten LFOs oder Low Frequency Oscillators. Ich möchte jetzt nicht genauer darauf eingehen, was die machen und wie die funktionieren. Wichtig ist nur, dass wenn du solche Sounds programmierst, gerade solche Sounds, die sich bewegen, dass du eine Quelle brauchst, eine Soundquelle oder eine Modulationsquelle und ein Modulationsziel. Die Modulationsziele sind meistens sowas, wie wir jetzt gerade eingestellt haben, Pitch, Filter, Amp, solche Geschichten, Volume. Und die Modulationssource, das sind meistens diese LFOs, die dann praktisch automatisch diese Modulationen steuern, ja? Sodass du das nicht von Hand machen musst, irgendwie mit dem Modulationsrad oder so. Und jetzt möchte ich hier den LFO 1 als erstes benutzen. Und was du hier machen kannst, ist, du kannst die Geschwindigkeit hier einstellen, wie ich nachher einen bestimmten Wert bewegen möchte. Ich gehe mal hier auf Notenwerte, du kannst es auch über Hertz machen. Und ich weiß, dass ich hier einen triolischen Groove habe, deswegen wähle ich hier ein Zwölftel aus. Ne? Das ist dann dieser Triplet Groove. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte dieses Pad pulsierender gestalten, so dass ich praktisch diesen Volume-Regler hier hin und her bewege. Das würde dann so klingen. Ja, und dadurch, dass ich das jetzt nicht ständig selber machen möchte, hier am Modulationsrad oder hier mit der Maus habe ich es jetzt gerade gemacht,
nutze ich jetzt die Modulationsquelle, die Modulation Source, das ist diese LFO-Filter. Und hier kann ich jetzt, das ist meine Quelle LFO1, die Target, das Target, das Ziel einstellen. In diesem Fall, habe ich dir gerade gezeigt, möchte ich gerne das Volume haben. Ja? Und hier kann ich jetzt die Intensität einstellen, über die das Volume hier gesteuert wird. Und du hast auch gesehen, wieder kommt jetzt hier dieser zweite Indikator her. Ich drehe es nochmal zurück, siehst du? Dieser zweite Indikator geht jetzt hier auf und das bedeutet jetzt, über den LFO1 steuern wir das Volume hin und her und zwar in dieser Größenordnung, ne, so wäre es voll aufgerissen, so ist es jetzt ungefähr so, wird es wohl kommen. Und zwar die Geschwindigkeit oder das Pulsierende wird in einer Achteltriole ablaufen und dann klingt die Sache so. Ja, ich denke, wir können sogar fast ein bisschen mehr machen. Hä? Relativ einfach eingestellt. Sieht kompliziert aus im ersten Moment, ist aber eigentlich ganz einfach. Und was du auch noch machen kannst, wenn du ein bisschen mehr Staccato möchtest, ist, du kannst die Waveform ändern. Wir haben jetzt Triangle im Moment, du kannst aber auch einen Sägezahn zum Beispiel wählen, dann wird es mehr Staccato. Ich kann es ja auch nochmal krasser einstellen. Oder wir nehmen zum Beispiel Square, dann wird es noch mehr Staccato. Okay. Also auch relativ einfach einzustellen, wenn man es mal einmal kapiert hat. Ich lasse jetzt aber den Triangle hier, weil der mir ganz gut gefallen hat. Und ich lasse es jetzt mal hier auf diesem Wert, der hat ganz gut geklungen. Gut, kommen wir zu unserer letzten Einstellung, die ich vornehmen möchte, um die Sache noch ein bisschen interessanter zu gestalten. Und dazu benutze ich jetzt den LFO2 und ich möchte hier die Filterresonanz manipulieren. Und zwar ist das dieser Filtereffekt, den ich dir gezeigt habe. Wenn ich jetzt hier einen Akkord spiele und drehe hier an der Filterresonanz rum, ja, dann haben wir diesen schönen Sweep-Effekt und den möchte ich nicht zu extrem, aber so ein kleines bisschen hier noch einbauen. Und deswegen werde ich jetzt hier als Target die Filter-Resonance, das ist der hier, den ich dir gerade gezeigt habe. Und auch hier gehe ich so ungefähr 50% hoch und dann schauen wir mal, wie unser Pad dann jetzt klingt. Bevor ich jetzt programmieren kann, möchte ich noch eine Sache machen. Weil diese Akkorde länger klingen sollen, möchte ich noch einen Loop einbauen. Und das mache ich hier. Im Moment sagt er hier kein Loop. Ich wähle jetzt den Forward Loop hier. Und jetzt kann ich hier loopen und zwar, dass dieser Akkord endlos hält. Das möchte ich zum Beispiel, wenn der Akkord, wenn ich jetzt gleich hier MIDI-Noten einzeige, über einen ganzen Takt geht. Ja, ich möchte nicht, dass er dann irgendwann aufhört zu klingen, sondern dass dieser Flächensound, das ist ja ein Flächensound, dass er über die ganze Zeit erklingt. Und deswegen suche ich mir jetzt hier einen Loop raus oder eine Stelle, wo er loopen kann, damit er praktisch endlos erklingt, dieses Pad. Kleiner heißer Trick jetzt hier für den Quicksampler, kleiner Zusatztipp, du kannst hier, wenn du eine Magic Mouse hast, die Option-Taste gedrückt halt und kannst hier reinzoomen. Und so kann ich jetzt hier ein bisschen gucken, wie klingt denn der Loop? Sind da irgendwelche Artefakte oder Schnitte, wenn ich jetzt spiele? Ich probiere es mal. Er spielt jetzt also von vorne ab und loopt dann immer nur diese Stelle, die ich gerade eingestellt habe. Wow. Cool, gleich richtig getroffen. Also wenn du nicht richtig triffst, kann es sein, dass es knackst oder so. Da musst du ein bisschen verstellen. Oder du kannst auch du kannst auch vorne und hinten automatisch Fade-Ins setzen. Aber jetzt hat es tatsächlich von Anfang, also direkt geklappt gleich. Genau, um das Ganze noch ein bisschen besser jetzt in den Mix einzubetten, habe ich einfach den Space Designer noch genommen und habe mir hier einen recht langen Hall, Dream Hall heißt der, hergenommen und dann hören wir mal nochmal rein, wie unser Pad jetzt hier klingt. Ja, jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Gefällt dir dieses Pad? Hast du so schon mal mit dem Quicksampler gearbeitet? Ich finde, wenn man sich einmal ein bisschen damit beschäftigt,
dann ist es gar nicht so wahnsinnig schwierig, sich da einen selbstgebastelten Sound zu bauen. Übrigens, falls du noch mehr hilfreiche Logic-Tipps möchtest, falls du vielleicht gerade erst zu Logic umgestiegen bist, von GarageBand, von einer anderen DAW oder gerade erst mit Logic angefangen hast, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere Tipps, wie du Logic für dich optimieren kannst und wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv beschleunigen kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir es runterladen, hat schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen. Ansonsten, falls du weitere Videotutorials über Logic Pro sehen möchtest, empfehle ich dir diese Playlist. Da habe ich weit über 150 Logic-Tutorials, glaube ich, mittlerweile schon drin. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen. Hoffe, du hattest Spaß. Schick dir ganz viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.